Jo Leute, herzlich willkommen zum neuen Patch mit Cass. Wir spielen jetzt den Vogel mit 1 Million Fähigkeiten. Viel Spaß dabei. Nochmal ein ganz kurzer Helden-Showcase, aber nicht lang. Sonst, wenn es euch detailreicher interessiert, weil das sprengt hier den Rahmen, guckt euch gerne den Link in den Kommentaren des Videos an. Er hat einmal hier so einen Dash, seht ihr schon, ne? Da geht er nach vorne und schlägt verzögert nochmal zu. Das skaliert mit seinem Angriffsschaden. Dann hat er so einen Haken, womit er sich an Gegner ranziehen kann, aber auch an Bäume und ich glaube Verbündete. Und der erste Hit danach heilt. Eine Passive, mit der er in dieser Stellung hier über Auto-Attacks DPS, also so ein Dot auf die Gegner legt, der stackt und der macht dann DPS und verringert auch die Heilung von den Gegnern und der DPS ist abhängig vom Attack-Damage, den man macht. Also Attack-Damage ist wichtig. Und dann seine Ulti, channel 2 Sekunden, in der Zeit nimmst du kein Magic-Damage und kannst aber auch nicht unterbrochen werden. Und dann machst du ordentlich Damage und heilst dich in einem AOE. Dann dieser Wechsel, jetzt hat man nicht mehr das coole Katana, sondern so 2 kleine Kunai-Dinger. Mit denen kann man dann, die Cooldowns sind übrigens übergreifend, wenn du das benutzt, das Q hier ist das Q da auf Cooldown auf der anderen Seite. Also kannst nicht die ganze Zeit hin und her wechseln, auch der Switch hat Cooldown. Kannst dann hier mit dem Q von den Kunais randashen, seht ihr hier schon, und zwar immer wieder, also solange du in der Form bist, das hält 6 Sekunden, bist du die ganze Zeit damit daherdashen und du schlägst ein zweites Mal zu. Und das prockt natürlich auch, also mit Bashern, mit Crits, mit Diffus und so weiter. Und das ist sehr, sehr stark. Dann haben wir eine Silence-Granate, hat sehr, sehr viel Reichweite, kleine AOE, kann man nur auf ein Ziel machen, nicht einfach auf dem Boden, und Silence eine Weile und macht ein ganz bisschen Schaden. Als Passive hat er hier, dass er auf Gegner über Auto-Attacks so 2 Schwerter oben rauflegt, wenn er Glück hat, und der nächste Angriff crittet dann und stunt kurz. Und nicht nur der nächste Angriff, auch die nächste Fähigkeit. Zum Beispiel, wenn du das auf die rauflegst, diesen Debuff hier, diese Schwerter, und dann deine Granate wirfst, dann wird er auch davon gekrittet, was wenig Schaden ist, aber trotzdem und gestunt. Außerdem, habt ihr schon gesehen, hat das Ding Active, und zwar so ein Repel, da kann man Sachen zurückwerfen. Vergisst man, glaube ich, oft erstmal, weil die andere Seite hat keine Fähigkeit in der Richtung. Und dann ist es irgendwie ungewohnt. Und dann kann er sich unsichtbar machen und mit dieser Markierung, die auch seine Passive über Auto-Attacks manchmal mitbringt, Gegner im Umkreis belegen und kurz ihre Vision einschränken. Und das Invis hält dann eine Weile. Und der erste Hit natürlich, wenn die im AOE davor waren, haut dann gut rein, wenn du sie schlägst. Wie gesagt, ist auch nochmal Link in der Beschreibung. Viel Spaß mit dem Gameplay. Was mich ein bisschen ankotzt am Gegner-Lineup, ist, dass die irgendwie kein Opferlamm für mich haben, ne? Die haben keinen Support, also im gängigen Sinne, der mal schnell down geht, wenn ich ihn erwische. Oh Mann, allgemein, ne, das ist Refraction, das ist schwierig, dann haben sie ganz viel Burst über Avalanche Toss, gegen Static Link muss ich auch aufpassen. Und sie haben Doom und Dismember, was mich beides sehr hart aushebeln sollte. Ich bin ja nicht alleine, deshalb vielleicht sind sie gezwungen, Fähigkeiten noch auf andere Helden in meinem Team zu verwenden. Kunkka sollte sehr gut sein gegen ihn, weil die klumpen sehr, die Gegner. Und ja, ich freue mich, dass ich den Vogel bekommen habe. Ist natürlich gerade super schwer, jeder will den, der kann sogar manchmal gebannt werden. Und deshalb bin ich glücklich darum, dass wir ihn zusammen mal spielen, ich ihn euch ein bisschen zeigen kann. Schade. Ah ne, nee, doch, ja, wir haben sie nicht bekommen. Da kann ich nicht viel machen. Ich hätte vielleicht die Stance wechseln sollen. Ich glaube, mit dem Schwert macht es mehr Schaden als mit den Kunais gegen den Patch. Hab ich nicht dran gedacht gerade. Aber ich habe auch noch nicht die Passive, deshalb ist es nicht so wichtig gewesen. Bisschen weniger, hätte nur einen Tick weniger Attack Speed, was da egal ist. Weil das eh nicht so von der Attack Speed abhängig ist. Whoops. Boah, wie hat er den denn noch getroffen? Und mit dem macht man halt mehr Damage. Schaut mal, wie stark das ist. Das ist nämlich das Stärkste an ihm, finde ich, zurzeit. Zumindest in der Lane Stage ist mit Abstand Stärkste. Sorry. Das waren meine Tangos. Aber er wird. Oh, ich hab's versaut. Ich dachte nicht, dass er mich da sieht, aber es war Tag, ne? Ah, der. Ich wollte gerade sagen, er wird mir Tangos geben. Er hat auch Tangos noch nachgekauft, der hat jetzt 7. Genau, es ging jetzt das da. Es war eigentlich gut mit dem First Blood. Es ist halt Patsch, ne? Ein Assi-Hook. Wusste doch mal getroffen. Es war auch sehr unglücklich vorhin, weil ich bin dem Muck ausgewichen. Und wir wurden dann trotzdem noch davon getroffen. Durch die Passive habe ich ihm jetzt auch gut Schaden gemacht. Auch wenn ich damit nicht so viel Damage gegen Creeps mache. Immerhin mehr Attack Speed und dann kann ich halt, wenn ich Q benutze, danach die Stance wechseln, wie gerade. Ich denke, das ist stark. Hoffentlich pullt er gleich, der Lich.
mein Gott. Ja, vielleicht sollte ich doch im Deck. Ne, schwer zu sagen. Ich strahle halt so viel mehr Gefahr aus. Bisschen aufs Fuchs achten. Und. Noch einer. Ja. Nice. Nein! Ich kriege halt sehr wenig Last Hits. Es war ganz unglaublich frustrierend für mich, dass er mir den auch noch weggenommen hat. Ich hab mehr Reichweite mit dem mit. Ey. Kein Quelling. Unfassbar. Deshalb dachte ich, ich komm ran halt durch die Reichweite. Ah, der hat Flower genommen. Hätten wir machen sollen. Jetzt nehmen wir das hoch. Kurz überlegt, ob ich da den Patch wieder angreife. Aber er hat die Blume und ich muss jetzt endlich mal ein paar Lasts holen. Kurier kommt auch. Der ist aber auch wirklich immer hinterher, ey. Dachte jetzt, ist er mal entspannter. Ah, damn. Ja. Ich dachte, ich habe Stance schon wieder, also Wechsel schon wieder zur Verfügung. Ich will Face Boots. Little Nugget. Noch der Lich, Mann. Ah, der denkt immer, ich krieg die nicht, aber ich brauch die. Ich brauch die, Bro. Ich hab so wenige. Ja, you can go on. Wahrscheinlich erst nach meinem Dash machen sollen. Scheiße, wie trifft er die denn immer? Der Patch. So geil ist Magic Wand nicht gegen die, aber ich überlege, ob ich es trotzdem noch mache. Gemist. Okay, wir machen es so. Das ist schwierig. Macht auch so viel Damage, ey. 80, die Sau. Ich weiß ja nicht, Mann. Ob wir das da schaffen. Mit der Armor vielleicht? Schon eine geile Kombo. Alter, ist zu stark. Nicht mein, ich wollte meinen Tango essen. Was habe ich denn mit meinem Tango gemacht? Ich wollte den Baum gestellt. Hatte ich. Ah, der ist ausgelaufen, ne? In der Sekunde, wo ich es probiert habe. Das muss es gewesen sein. Scheiße, ich wollte ihn gerade essen, ne? Hat aktuell eine Winrate von ganz wenig. Der Vogelmann. Aber. Thank you, thank you. Aber muss auch noch gelernt werden. Von den Leuten. Und ich bin schon ein großer Meister für mein erstes Spiel, finde ich.
suckers wait in line. Dash, 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 dash. Ah, oh, ist nicht durchgegangen, genau in dem Timing. War auch, glaube ich, noch nicht ganz ausgelaufen. Bitterer Hook. Ich hätte mich vorstellen sollen, mehr vielleicht. Schwer zu sagen. Ich hoffe, wir kriegen die XP-Runde da unten. Ein Lich hat es auf jeden Fall auf dem Schirm. Gehen wir Diffu. Mir fehlt mein Magic Wand, ehrlich gesagt, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr. Hm, hätte ich. Ja, ich hätte mich trauen sollen. Hier zu farmen. Ich muss W skillen. Ich hätte es auch schon auf 1 haben sollen, glaube ich. Okay. Da war ich mir jetzt nicht sicher. Es ging nicht. Ich versaut. Ist der Channel ist zu lang gewesen. Dadurch ging das nicht. Okay, wegen Hook aufpassen ist er, glaube ich, so komisch. Tja. Habe ich die Ulti versaut. Ich glaube, ich hätte ihn gekillt, hätte ich es richtig gespielt. Dachte, ich slash den da ganz entspannt weg. Aber wie der Vogel schon sagt, nope. Ein bisschen kämpfen. Nice. Oh. Ich muss mein W skillen. Ich bin sowas von tot. Ich komme jetzt auf den. Ich bin eh tot. Reicht das? Er kriegt noch Schaden über Zeit. Und seine Heilreduktion nee, reicht nicht. Ist zu tanky. Nein! Tot. Oh, ich wollte nämlich gerade sagen, es hält eine Weile. Immer noch. Es war es nicht wert, aber ey, geil. Ich finde es schön, dass ich den Held schon so verwendet bekomme. Ist ein komplexer Kollege. Diesen Slash kann man eher später machen, nachdem der Phantom Dash ausgelaufen ist und so mitten in einem großen Teamfight vielleicht. Dodgt ja auch Damage, verringert Magic Damage und so. Und wenn die dann noch dastehen, kriegen sie gut Schaden, man heilt sich. Ist eher so ein Teamfight-Ding. Das ist ein Solo-Kill-Spell. Ein Imbiss-Kram ist auch eher situativ, finde ich. Kann schon manchmal ganz gut sein. Also die andere Ulti. Agar ist mir noch zu komplex. Ich glaube, Agar ist auch ziemlich stark auf dem. Durchaus. Vielleicht eher auf einer 3 oder einer 2, je nachdem, wo man ihn spielt, von der Position her. Aber es ist sehr schwer zu spielen. Muss mal wirklich sehr krass die Spells durchrauschen lassen und der hat auch Mana-Probleme, der Kollege. Coming mit. Mal in das gehen. Oh, ich hab falsch umgeswillt. Er ist trotzdem tot. Ja, noch den Überraschungskill. Okay, habe ich falsch umgeskillt, aber nur, weil ich zu schnell gedrückt habe. Also, ich habe meinen Dash nicht aktiv gehabt, sondern meinen Echo-Slash gemacht. Ich habe erst Stance gedrückt, hier Switch Discipline, und dann das Q, anstatt andersrum. Aber es war, glaube ich, einfach nur sehr knapp hintereinander. Schade, weil sonst hätte ich da auf jeden Fall einiges gelegt. Zum Glück habe ich noch den einen Kill gemacht. Muss schnell die Stance wechseln, bevor ich TP, weil das muss oft CD sein dann wieder für den Wechsel ins Schwert zurück. Okay, TP macht eh keinen Sinn scheinbar. Ja, vielleicht doch. Man kann halt auch Haken machen und dann wechseln. Da hat man halt die Kunais zum Angreifen eher. Aber ich mag den Haken auch, um wegzukommen. Ja, ist Quatsch. Der Patch ist da auch. Man farmt damit ziemlich schnell. Der Q-Spell hier, der Echo-Slash, ist auch nicht schlecht zum Farmen, aber mache ich eher gegen mehr als 2 Einheiten dann.
So ist das mehr Value. Hier bin ich mir nicht ganz sicher bei 3, aber ich glaube, es ist immer noch der Q-Spell. Jetzt hat er mich echt erwischt. Das war sehr schlecht. Ich wollte eine Self. Vielleicht eine Quellrune ausbrüllen sollen. Nehmen wir das auf 4. Das ist so geil, dieser Wechsel, es macht richtig Bock. Weil es auch ein bisschen Spielgefühl ändert, wenn man weniger Attack Speed hat und mehr Schaden und so und mehr Reichweite mit dem dicken Schwert. Ups. Ich benutze den auch ein bisschen als Hookschutz. Das Gold ist mir gar nicht so wichtig. Den kleinen Creep. So, ich brauche BKB. So habe ich zwar keinen Haken, um wegzukommen. Ich glaube, es ist trotzdem okay. Obwohl, hier mache ich mal so. Wir sind gerade in der Mitte zugegen. Man kann damit auch gut Tower pushen. Mit dem Stance-Wechsel. Oh, ich hab's. Ich war in der Animation vom Investmann. Ja, da hätte ich Haken machen müssen. Dann wäre ich raus gewesen. Hätte einfach den Baum haken sollen. Ich dachte, ich gehe raus und mach Invis und markiere die, was mir nicht so viel bringt, aber. Ich wusste, sie ganken mich gleich. Ich hatte es eigentlich genau richtig austariert. Ich habe es nur falsch gespielt. Mit Haken bin ich weg und dann habe ich so viel Space gemacht, ey. Fortify gezogen, die Leute hinforciert. Ich will es halt aktiv spielen, ne? Kämpferisch, um den Held zu lernen, weil es Spaß macht. Dafür ist auch mein Itembild eh ausgelegt. Man kann auch sowas wie Battlefury vielleicht machen. Mit Maelstrom farmen. Da finde ich dann Battlefury persönlich, glaube ich, besser. Das können wir doch kämpfen. Das ist dieser Abwehrer übrigens. Ich glaube, der hat aber keinen Schaden mehr negiert. Ich bin einfach nur knapp rausgekommen. Wow. Das war richtig geil. Das hat aber richtig Bock gemacht. An der Grenze gespielt. Das ist einfach ein krankes Lineup gegen mich. Die haben so viel Solo-Kill gegen einen kleinen Squishy-Dude, der keinen Escape hat, so richtig. Vor allen Dingen nicht, wenn er mit Hookshot, also mit seinem Haken da committet. Dem hier. Grappling Claw. Erinnert mich an Sekiro ein bisschen, der Held vom Design. Eigentlich wäre das gut, weil er sehr nice mit Schaden skaliert, aber ich brauche eine gewisse Art von Sustain. Raindrops sind hier auch nicht schlecht, aber völlig unterfarmt. Hm. Ich war jetzt auch nicht gerade der Gewinner von dem Kampf, ne? Ich habe überhaupt keine Kills bekommen. Ich bin trotzdem glücklich, dass er so lief, aber ich war absolut nicht der, der profitiert hat. Wir haben hier auch so einen Silence, den Talentos, aber dann habe ich den Haken nicht mehr. Mit BKB kann man es machen, weil dann braucht man den Haken später, nachdem man reingegangen ist, weil man wahrscheinlich länger überlebt. Oder man macht sehr früh, bevor man reindasht. Finde ich auch nicht schlecht, vielleicht. Aber was bringt dann so ein eine Sekunde Silence, ne? Ist ja auch auf Level 1 nur. Nicht wirklich viel, vielleicht situativ mal. Nach der BKB gehe ich fettes Damage-Item. Ich denke, Daedalus ist das Beste. Da geht's ja nice mit ihm. Boah, ich bin so froh, dass ich 7-4 habe und nicht 0-8. Kann sein, dass ich gleich gegankt werde, ja.
springe auch nur auf mich, ne? Gefühlt. Ne, geht nicht. Ist zu viel AOE, ich kann nicht rein. Ich brauche Mana, glaube ich, in dem Spiel. Aber Magieresistenz ist so nice. Ich nehme es jetzt mal. In der Regel hätte ich Mana genommen. Schade. Dachte, wir gewinnen den Kampf, weil die halt so hart auf mich rauf sind und ich es immer wieder überlebt habe. Nein! hätte ich noch was machen können? Oh ja! Ich hätte Stance, vielleicht war es wieder auf CD, ich hätte Stance wechseln können und Reflection machen können. Aber dass das auch ein Active ist auf der anderen Form, ist noch zu schwierig für mich. Ich nicht so richtig auf dem Schirm. Damn, vielleicht hätte ich ja das Projektil. Ich weiß aber nicht, ob man dann nicht trotzdem Schaden nimmt. Eventuell nimmt man trotzdem Schaden, aber man stunt ihn nochmal oder so. Ich hätte es so oder so probieren sollen. Das bin nicht mehr eingefallen. Ah, egal. War schon wieder nice. Ein Kill gesnackt und wäre ich rausgekommen, wäre natürlich Traum gewesen. Wäre natürlich absoluter Traum gewesen. Schnell Mitte pushen. Versuche wenigstens noch ein Lasso zu kriegen in dem Spiel, ist mein Ziel. Nice, ich hab das Fortify sogar noch bekommen, obwohl ich eh schon weg bin. Das war mein Ziel, aber da habe ich mich nicht mehr getraut. Hä? Achso. Interessant, dass ich das da war. So ein BKB-Piercing-Stun ist später auch nice. Kann sein, dass ich dann den Falcon Rush mehr mit den Shodosais spiele. Aber glaube, in einer anderen Stance ist einfach geil, wenn man so schön DPS sammelt. Danach noch durchkommt. Ist auch schwer fürs Team, habe ich gemerkt, einzuschätzen, dass die Gegner schon lange tot sind eigentlich. Dann hauen die trotzdem noch rauf. Kann man aber nicht verdenken. Defensiv für Stärke. Ne, ich glaube, ich nehme Orb für Spaß. Nochmal schaufeln sollen. Unten geht's voll ab. TR hat halt Refraction. Ich probier's mal, weil's lustig ist. Schade, ist nicht hier hochgelaufen. Ist nicht in dem Ding an. Wie sie alles auf mich benutzen. Dieser Lich, weiche aus, Bro. Der kam noch mit so viel Ansage. Ja, es ist leider wirklich ein Liner, wo es schwer gegen ist. Oh, letzter Tick. Bruder, unlucky wie Sau. Letzter Tick, ey. Ich war mir noch nicht sicher bis zum Ende, ob ich sterbe. Ich wusste, es wird knapp. Ich dachte, ich überlebe ganz, 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 ganz knapp. Aber ich habe ganz, ganz knapp nicht überlebt. Es ist bitter. Ich kriege halt wirklich jeden Scheiß rein. Und ich bin natürlich auch unter Farm, weil ich muss in den Kämpfen Kills sammeln. Was ich halbwegs schaffe, aber ich sterbe zu oft. Da unten super knapp gestorben, gerade super knapp gestorben. War aber auch mehr drin. Ich habe ein bisschen Damage gemacht. Ich habe meine Ulti halt nicht benutzen können, weil ich davor Invis war. Das Invis war nicht schlecht, aber dadurch hat mir auch der Slash gefehlt. Auch die Frage, wenn ich den animiere, zwei Sekunden lang, der kann mich ja trotzdem doomen einfach oder dismembern. Also. Obwohl, man ist immun gegen dasselbe, glaube ich. Immerhin das. Boah, gerade so, ey. Der Tod lauert hier wirklich überall in dem Game. Das ist irre. So schwer. Tormenta wollen sie machen. Ich würde gerne die Mitte farmen. Weiß auch nicht, ob ich damit durchkomme, aber ich probiere es. Schön schnell. Wenigstens mal eine kleine Wave. Wir müssen halt diese BKB kriegen, wisst ihr? Mit der BKB kann ich vielleicht noch ein bisschen was regeln. Mal sehen. Ja, ist auf jeden Fall jeder Lust danach. Muss irgendwie sowas holen, dass dann noch später noch Schaden da ist ein bisschen. Schau, hier ist ein Riesenwave.
brauche theoretisch auch noch einen Linkens irgendwann, aber wenn ich Linkens und BKB gehe, dann bin ich zu defensiv, mache ich keinen Damage, glaube ich. Ja, gerade kein TP, aber ich kaufe auch bewusst keins, weil ich muss halt diese BKB irgendwie bekommen. Ich meine, das natürlich jetzt bitter ist, weil die wirklich sehr, sehr tief reindiven, die Gegner. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich da rein soll. Das ist kein Held, der einfach mal so ein Gegner springt, stirbt sofort. Muss den richtigen Moment abpassen. Das ist ein saucooler Held vom Design. Balancing-technisch muss man mal sehen, ne? Erstmal kennengelernt werden von den Leuten und wenn er zu schwach sein sollte, dann kann er ja auch noch gebufft werden, kein Problem. Vom Design selber ist er saucool. Auch wenn es mich überrascht, dass sie das nicht über die Facetten gemacht haben, die beiden Spell-Kits. Hat sich, glaube ich, auch angeboten. So, Leute, ich kann nicht vor. Ich könnte Invis gehen, aber sehe ich jetzt auch nicht. Wieso passiert da nichts? Ah, da passiert was. Ich habe extra lange gewartet da. Weil das Spiel ist hart und ich dachte, da lauern Leute hinter und ich werde direkt sterben. Deshalb. Aber dann wurde es mir klar, ich krieg was. Ich bekomme irgendwas. Wunderbar. Dem verfolgt. TP kommt und BKB kommt auch. Blödes, da kann ich nicht in TPen. Sehr geiler Kill. Sehr nice. Good job, guys. Es ist ungewohnt, dass das so, dass das Q halt wirklich nur in Laufrichtung geht und direkt channelt, ohne dass man es irgendwie anklicken muss davor. Kein Targeting, kein Vektor, kein Nix. Spielt sich aber nicht schlecht, ist nur ungewohnt. Ich glaube, das war okay, da keine BKW zu machen. Ah, Dings. Naja, da kommt noch die TR. Glaube ich nicht. Schade. Immerhin habe ich ihn abgelenkt, konnte seinem Team nicht helfen. Die sind alle zu tanky, kein ordentlicher Squishy Boy. Sollte ich mich heilen? Ich glaube, ich sollte mich heilen. Anstatt Base zu gehen. Der Grappling Hook heilt, ne? Wenn ich hitte, ja, da geht nix. Boah, fuck. Man, die ist stark, die TA. Das ist auch ein erforschter Patch und ein sehr komplexer neuer Held. Also, das heißt, die anderen Leute wissen genau, wie sie ihre Helden zu spielen haben. Aber so negativ meine ich es gar nicht. Ich bin eigentlich voll happy, dass es so gut läuft. Ich dachte, ich gehe viel mehr unter und ich krieg's gar nicht hin, ehrlich gesagt. Aber bin sehr froh, dass ich euch den Helden so zeigen kann schon mal. Und noch ist nicht durch. Wir haben ja noch einiges zu tun in dem Game. Vielleicht kriege ich noch was gerissen. Die sterben, ne? Ja. Boah. Wo ich hingucke, läuft's nicht. Ah, diesen AFK kann das sein. Das ist halt auch echt schade. Ich werde das hochladen und ich werde auch weiterspielen bis zum Ende. Gemeinsam den heutigen neuen Helden genießen. Yo guys, let's play, let's come back. Wird bestimmt nicht klappen, aber... Oh, die bewegen sich. Wir haben noch ein Game. Ich bin froh. Ich hätte auch alleine weitergespielt, aber... Fresh meat. Gute Smoke. Die macht ein bisschen Schaden, ne? Ja. Die klappt auch, wenn ich diesen Kunai-Proc drauf hatte. Dann crittet die auch, aber naja. Also diesen Passive. Und Stun vor allem. Die kleine Granate da, Talentos. Granate. Bisschen doof vom Time. Ich hatte gehofft, wir kriegen irgendwas. Frosch wollte ich nicht unbedingt contesten, aber nicht irgendwas anderes. Die waren da wahrscheinlich doch zu fünft.
okay, es war sehr langsam, so geht das nicht. Muss man schon mit Space machen, wie ich es davor gemacht habe. Ich glaube, Lifesteal ist gut. Und Spell Lifesteal und Autotech Lifesteal ist gut für mich. Ein Netz hat, von all den Sachen hat er ein Netz. Ich dachte aber auch, da kriege ich mehr Hilfe. Die waren noch ewig beschäftigt scheinbar. War auch kein gutes Spell-Usage. Es war okay, aber nicht perfekt in dem Kampf. Mein Jump war gut und meine BKB. Und mein Invis war auch gut. Ich habe die alle markiert. Kampf gut resettet. Das war die richtige Entscheidung, auch wenn Slash verlockend war. Ich glaube, Invis war da richtig. Andererseits hätte ich mich sonst geheilt. Schwer zu sagen. Ich dachte einfach nicht, dass sie mich zu dritt noch so lange disablen können da. Wahrscheinlich hätte ich wieder Hookshot am Ende benutzen sollen. Ich meine, das war kurz noch auf Cooldown. Ich hoffe, da habe ich mich nicht vertan. Vielleicht war es auch nicht auf Cooldown mehr, als ich mit dem Dash versucht habe, wegzukommen. Ich dachte, ich komme weg vor dem Doom damit. Aber sein blödes Netz hat mich gerade noch so da. Ich dachte, ich gehe aus der Vision vielleicht sogar mit Glück. Schade, schade. Wir haben Aegis bekommen. Der Kampf war gut. Naja. Ich hätte auch gern einen dieser wertvollen Kills da gekriegt. Ah, ist ein Support. Ich muss den nehmen. Nett von ihr. Krass, dass die so cool zu mir sind, obwohl ich halt echt... Struggle in den Kämpfen halt. Bisschen unlucky auch bin. Bisschen nice. Aber, und das ist geil an dem Held, das mag ich auch sehr. Er macht sehr viel Spaß, aber ich merke auch, ja, klar, könnte ich in den Kämpfen deutlich besser machen. Ist ein Lernprozess. Das ist saugeil, darauf habe ich mich schon gefreut. Falcons Rush Duration. Das ist ja das, auf was ich hier primär gehe, mit dem Q. Ordentlich arbeiten. Weiß gar nicht, ob es noch besser ist in der Schwert-Stance. Vielleicht könnte ich auch schon mit der Kunai-Stance für die Bashes. Ich glaube, noch ist ein bisschen besser im Schwert. Außerdem kann ich dann Haken benutzen. Mir fehlt dann halt die Parade, wenn ich drin bin. Also dieses hier. Das vergesse ich wahrscheinlich. Ups. Ich hoffe einfach, dass ich mit dem Daedalus okayen Schaden mache. Sagen wir es mal so. Das ist schon geil, wenn ich damit noch dann mit diesem ganz langen Rush in der BKB-Zeit die Stacks sammle für diese Stance hier. Das ist schon geil. Finde ich fast besser als die blöden Crits. Wir haben hier nicht so viel Attack Speed. Weil es nicht so mit Attack Speed skaliert, ne? Also ich würde diesen Phantom Rush viel mehr mit Attack Speed benutzen, aber das zieht nur ein bisschen mit, glaube ich. Der Attack Speed ist nicht so relevant da. Viele Gegner da, aber wir hätten Portal. Er hat leider eine BKB. Wieso geht mein Dash nicht? Das ist natürlich gern. Hätte ich auf einen Teammate hooken können, vielleicht. Ah, ich wollte noch silenzen, aber ich hätte eher auf den Grapple-Hook warten sollen. War egal, ich war eh tot. Schade, mit Buyback und allem. Aber immerhin nochmal richtig gut, in Anführungszeichen, gespielt. Noch ein paar Kills gemacht. Da hat teilweise das Spell-Usage echt gesessen. Mit der Granate war saunice. Wenn du DSR benutzt, kannst du damit halt sicher stunnen, ne?
Und auch dann noch der Escape hier, nachdem ich den Kill gesammelt habe. Ein paar gute Sachen, aber am Ende wieder verreckt. Es ist so schwer, nicht zu verrecken. Selbst wenn ich es jetzt hier nicht mit der Stand-Switching gemacht hätte, um zu silencen, sondern selbst wenn ich, weil die Cooldowns sind hier übergreifend, auf den Grappling-Hook gewartet hätte, was ich hätte tun sollen, wäre ich nicht mehr rausgekommen. War noch eine Sekunde. Ach, also es ist, der ist nicht so mobil, wie man jetzt vielleicht denken könnte. Fühlt sich fast gut an, einen Dagger mit dem zu kaufen, aber werde ich jetzt nicht machen. Ich brauche das Daedalus. Die TA bekommen, das war halt der Mega-Kill. Ich musste nur irgendwie raus, aber es ist es ist so wahnsinnig schwer, die haben endlose Massen an Stunts und keine Ahnung. Und an Burst. Ganz blöd war, dass mein Dash nicht durchging, weil die Reichweite nicht gereicht hat hier. Ich bin hinterher gelaufen lange, war bereit anzugreifen und ich konnte erst hier angreifen. Es war dann deutlich zu spät. Das hat eine Reichweite von 650, ja, ich war außerhalb. Das ist ungefähr Attack Range von einem normalen Ranged Held. Vielleicht 50 mehr. War ich leicht außerhalb. Ich wusste nicht genau, wie groß die Range ist. Also aus Reflex ein bisschen Phantom Lancer im Kopf bei. Ups, Missklick. Oh, das ist eine Haste. Also auch nicht so schlau. Hätte da einen springen sollen. Scheiße. Aber er hatte ihn, er war schneller als ich. Keine Ahnung, warum er umgedreht ist. Vielleicht, weil er dachte, ich kann auch springen. Aber mit dem Q da rein wäre mir zu risky gewesen. Wahrscheinlich hat er genau wie ich wenig auf der Map gesehen und war allein. Wir wussten beide nicht, dass wir allein sind. War es risky hier? Ich mach's. Nein, ich krieg die alle nicht. Scheiße, ein bisschen noch. Das ist eine Double Damage. Die ist eigentlich sehr gut auf mir. Ich versuch's mal. Hier sollte ich eher im Investor hingehen, aber egal. Ich glaube, ich komme durch damit. TP dann noch auf Cooldown. Tja. Ah, Defu vergessen. Ey, ja, ich kann nichts machen. Es sah so gut aus mit Double Damage, mit allem. Aber irgendwie werde ich einfach gedoomt und dann ist es völlig irrelevant. Das ist egal, auch die BKB. Ich bräuchte so unglaublich viele Items und habe so unglaublich wenige. Es war enttäuschend, dass ich dem nicht mehr Schaden gemacht habe. War mein Falcon Rush nicht aktiv? Ich glaube, er war aktiv, oder? Ich dachte, ich hätte ihn gedrückt, bevor ich gewechselt habe. Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Your bottom barracks are under attack. Your bottom barracks are under attack. So, wir probieren nochmal. Ich habe leider keine BKW gerade, also hier können wir nichts tun. Aber mindestens einen Kampf habe ich noch. Sehr traurig ist, dass ich nicht mehr zum Daedalus kommen werde. Das sieht überhaupt nicht danach aus. Das ist aber so eine Frage, ne? Das ist schon nice, um daran zu kommen. Aber jetzt in dem Fall zum Beispiel auch der Slash wäre geil gewesen. Überlebe ich das mit dem Kunker? Ich glaube ja, weil der Doom top ist. Noch. Hat auch Daedalus, also. Theoretisch haben wir ganz guten Schaden. Ich gehe da mal weg. Keine Chance. Boah, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist so schwer, Farm zu kriegen.
Ich werde natürlich da versuchen mitzukommen, klar. Wir probieren es mal ohne Invis. Schade, nichts mehr erwischt. Gedacht, da kommt noch mehr auf uns zu. Ich glaube auch nicht, dass der Kunker da noch was erwischt. Aegis auf der TA. Schade, ey. Das wäre ein guter Kampf gewesen. Schlau von den Gegnern da nicht zu kämpfen, muss man auch sagen. Das wollte ich die ganze Zeit schon. Falcon Rush Evasion, glaube ich, sehr geil. Das ist auch gut, gerade wenn ich Stance wechsle. Mache ich aber jetzt auch nicht mehr so viel, denke ich. Und Evasion. Ich werde trotzdem die BKB leider dabei benutzen müssen. Ich brauche halt gegen die TA die Evasion. Die hat keine MKB. Und bestimmt seid ihr nicht auf dem Schirm, dass ich in dem Rush Evasion habe. Durch die längere Dauer sind es 8 Sekunden. Da war die Evasion gerade, glaube ich, aktiv. Ich versuche mich jetzt zu heilen vielleicht. Ja, mal sehen. Oh, ich wollte gerade weg, aber nie. Scheiße, die haben immer noch irgendwas. Ich dachte schon, ich komme da raus. Ich habe nicht den Kill bekommen, ne? Nee, aber war wieder lustig. Wir haben auch im Endeffekt dann wirklich nur den Patch gekillt. Und das Aegis. Ah, man denkt immer, man kommt weg, ja. Aber man kommt nicht weg. Und dann ist man. Ich dachte halt, ich hook vielleicht Indira noch mal rein, wisst ihr? Und dann dachte ich, nee, das wird nix. Will raus. Diese Millisekunde killt dich. Man muss mit dem wirklich konsequent sich verpissen. Da ist die Frage, hätte ich da präventiv, ja? Abwehrste, also Stance gewechselt und die. Nee, es war einfach hooked schneller. So, wir haben unser Daedalus. Jetzt ist es natürlich linkens als nächstes, klar. Aber werde ich, glaube ich, nicht mehr bekommen. Ich finde es cool, dass wir immer noch 2 Lanes haben. 40 Minuten durchgehalten. die haben alle so unglaublich viele Items. So jeder einzelne einfach. Leider haben wir keinen Solar Quest und keinen. Wir hatten Glimmer, aber ich glaube, ich wurde nicht oft geglimmert. Solar Quest wäre geil gewesen in dem Spiel, glaube ich. So, dann mal los. Die hauen nochmal ab, jetzt kommt der Hook. Das bringt auch nichts, wenn ich da jetzt Invis gehe, ne? Die markiere und hinterherlaufe, bringt halt nichts. Ich bin überhaupt kein Initiator. Sehr gut für Faction dagegen, aber ich brauchte dieses System. Naja. Ich meine, das Ding ist, wenn ich da weggehe, haben wir auch verloren, weil sie dann, denke ich, pushen. Ich hätte es trotzdem machen sollen, glaube ich. Also cool, auch nicht richtig getroffen. Ist gar nicht so leicht, das zu platzieren. Aber da war es eh schon durch, da ging nichts mehr. Schon am Anfang, als BKB und Dings nicht, dass wir damit nichts bekommen haben. Es hat, ich sollte wahrscheinlich die TA gar nicht angreifen mit dem Held, weil Refraction zu gut ist. Schwer zu sagen. Guck mal, die stirbt noch. Voll verkackt. Ey, das gibt mir die Möglichkeit. Ich kann noch mal was machen, vielleicht 40 Sekunden. Ich kann noch mal kämpfen. Wahrscheinlich kriege ich direkt einen Doom rein, da hat sich's ausgekämpft, aber wir probieren es. Ich glaube, hier muss ich allerdings mit meinem Invis agieren. Sonst habe ich keine Chance, an die ranzukommen. Die haben auch Doppelball weggemacht. Ich gehe da gleich noch einmal richtig rein mit BKB. Und versuche nochmal zu critten und so. Your middle tower has
is under attack. Your middle tower has fallen. Who missed me? Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Und? Naja, reicht nicht. Ich habe dann doch mich umentschieden, weil der Slash zu geil war. Dachte ich mir zumindest, dass er da ganz gut ist. War okay auch. Aber hat nicht gereicht vom Damage gegen den Razor. Fast. Hätte alles kritten müssen, was ging. Okay, das ist der neue Held. Komplex. Nicht so leicht, Spiele mitzugewinnen. Kann sich aber noch ändern, wenn da mehr Gefühl für entwickelt wird, wenn man gute Builds hat. Ich glaube aber, das Bild war okay. Ich bin nur ab so einer gewissen Phase einfach ein bisschen oft gestorben. Und da war auch Pech dabei, aber natürlich auch Misplays. Und dazu kommt, ich glaube, das war allgemein ein recht schweres Spiel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt moderiere ich schon ab. Ich wollte noch einmal kurz die Stats angucken. Ich habe mir schon gedacht, dass die Stacks sind. Die haben sich recht koordiniert bewegt. Ich meine, wir haben okay noch Impact gehabt. War jetzt nicht komplett raus. Am Anfang ging's. Midgame wurde schwierig. Und dann, ja, die waren halt einfach zu stark. Kann man nichts sagen. Ich sehe auch, von meinem Team hat keiner wirklich ein gutes Spiel gehabt. Deshalb Kunkka wahrscheinlich noch das Beste von uns allen. Nächstes Mal dann hoffentlich wieder erfolgreicher. Bis dahin, haut rein.